Autobahnpolizist Holger Gerke und seine Kollegin sind in Zivil unterwegs, als sie auf der Autobahn auf ein sehr ungewöhnliches Gespann treffen. Was macht ihr denn da? Na, ist der bescheuert? Ich bin noch nie im Leben rechts von einem Bobbycar überholt worden. Als Kind vielleicht, aber nicht als Erwachsener und schon gar nicht als Autobahnpolizist. Und in dem Moment habe ich echt nur gedacht, die spinnen total. Die Beamten ziehen die selbsternannten Rennfahrer sofort aus dem Verkehr. Den beiden Draufgängern wird der Spaß gleich vergehen. Schönen guten Tag, Polizei. Können Sie mal kurz aussteigen, bitte? Was haben Sie denn da gemacht? Warum? Mit einem Bobbycar auf einer Autobahn? Sind Sie wahnsinnig? Ja, wir wollten nur ein bisschen Spaß haben. Spaß auf der Autobahn? Ja, kommen Sie mal hier rüber, haben Sie mal hier drüben Spaß, bitte. Ja. Sonst haben wir da alle keinen Spaß mehr dran. Sie auch. Sofort rüber hier. Einer. Helm ausziehen geht hier immer noch. Einmal Führerschein, Fahrzeugschein, bitte. Als wir die jungen Leute da aus dem Auto raus hatten, haben sie zunächst mal ziemlich patzig reagiert und haben das Ganze wohl nicht so für ernst genommen. Sei doch nur ein Spaß gewesen. Das haben wir natürlich total anders gesehen. Ihren Führerschein haben wir schon hier. Die anderen beiden, sind Sie auch im Besitz eines Führerscheins? Ja. Er hat einen Bobbycar-Führerschein. Ja, jetzt komm mal Spaß beiseite. Finden Sie lustig, hier. Ne? Ja. Ich finde das gar nicht so lustig. Das werden Sie vielleicht daran alleine merken, dass ich jetzt möchte, dass Sie das Auto einmal ein bisschen weiter an den Rand setzen, damit es vom Randstreifen möglichst weit hier ist. Dann werden wir Sie mitnehmen. Und dann werden wir auf der Wache eine Vernehmung machen. Sie sind ab sofort Beschuldigte in einem Strafverfahren. Weil das hier, was Sie da machen, ist, kann durchaus im Bereich Straßenverkehrsgesetz ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sein oder dergleichen. Das werden wir jetzt prüfen. Ja, strafrechtlich gesehen weiß ich nicht genau, was auf die jungen Leute zukommt, weil Führerscheinrecht ist doch ein bisschen umfangreicher. Da müssen wir letzten Endes erstmal prüfen, wer hat wie lange den Führerschein, was für ein Führerschein ist es. In jedem Falle steht hier im Raum, dass die einfach charakterlich nicht geeignet sind, einen Führerschein zu haben und ein Fahrzeug, Kraftfahrzeug zu führen. Also wie gesagt, wir finden es gar nicht so lustig. Ja, auch die Reaktion jetzt, die Sie gerade gezeigt haben, die werden wir so entsprechend auch aufnehmen. Ja, und deshalb überlegen Sie sich einfach gut, was Sie jetzt dazu noch sagen oder nicht sagen. Sie bitte beide, ja, der Herr Drimmitsch und die Frau Winke, bitte hier zu uns ans Auto. Sie setzen einmal das Auto weiter an den Rand. Okay. Das Fahrzeug wird erstmal dort stehen bleiben und wird dann hinterher entschieden, ob es abgeschleppt wird oder ob das dort von den Jungs abgeholt werden kann. Zur selben Zeit eilen Notärztin Silke Konrad und ihr Team zu einem Unfall nur ein paar Meter entfernt. Ein Mann liegt schwer verletzt am Boden und ist bewusstlos. Neben ihm ein weiteres Bobbycar. Hallo? Hallo? Nicht ansprechbar? Und? Nicht ansprechbar? Ich guck wegen Puls. Ja, Mädels, nicht ansprechbar. Ich würde sagen, wir machen erstmal kurz achsgerichtetes Drehen erstmal. Pass auf, Karottespuls da. Genau, einmal zaghaft. Bitte raus. Als wir am Unfallort eingetroffen sind, haben wir einen Mann am Boden liegend vorgefunden, der einen Helm getragen hat, der nicht ansprechbar war. Wir haben ihn dann erstmal auf die Rückenlage gebracht, um ihn versorgen zu können. Wir mussten den Helm abnehmen. Das wurde durch unsere Notärztin durchgeführt. Mein Kollege hat so lange den Hals stabilisiert. Okay, hast du hast alles hinten? Kopf. Ja, ja, ich hab Kopf. Okay. Ich ziehe, fange an. Okay. Nase. Ist gut. Ist frei. Ist frei, ja, ist gut. Ist gut, Kopf habe okay. ich. Okay, hast du? Ja, hast Kopf habe ich, ja, ja. Hast du? Habe ich. Alles gut. Hast du? Ich habe. Ich nehme jetzt ab, okay? Ja, ist gut. Wunderbar. So, so, kannst du mir gleich übergeben, Steph, an. Wegschmeißen. Warte, nimm du erstmal den Kopf nochmal, bitte. Ich habe den hast Kopf. Du? Ich habe den Kopf. Alles gut. Okay, und Stiffneck dran. Ja. Weg damit. Durch den schweren Sturz hat sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen der Halswirbelsäule zugezogen. Es ist nicht sicher, ob er den Unfall überleben wird. Rippenfraktur ist wahrscheinlich. Ah, da sieht man auch, ne? Bauch weich. Ja. Arme. Komm, hier müssen wir ausschneiden. Hier ist bestimmt, sieht aus wie Fraktur auf der linken Seite. Rechts. Rechts ist nichts. Arme sind links wieder. Ist gut. Rechts mal ausschneiden. Oh, Becken ist instabil. Pass Becken auf. Ist instabil. Bei der Rettung müssen wir erstmal berücksichtigen, welche Verletzungen eventuell vorliegen könnten. Daher wurde erst ein Bodycheck gemacht und da wurde festgestellt, dass das Becken instabil war. Daher konnten wir den Patienten nicht einfach so auf die Trage legen, sondern mussten es über unser Schaufelbrett machen, um sicherzustellen, dass das Becken nicht bewegt wird. Während die Notärzte den Schwerverletzten versorgen, fehlt vom Fahrer des Unfallautos jede Spur. Allem Anschein nach gehören die beiden Bobbycar-Gruppen zusammen.
Pass mal auf, wir sehen zu, dass wir relativ hellzügig jetzt mal ins Auto kommen. Na, im Auto machen wir auch das Tourniquet dran. Jetzt, was denn hier überhaupt passiert? Wisst ihr das? Nein, wir sind gerade angetroffen. Ist okay, denn allein? Ist er denn komm. Alleine? Wer ist das alleine Auto gefahren? Und er war ja höchstwahrscheinlich der, auf dem Bobbycar sitzt, ja? Genau. Das war der wohl auf dem Bobbycar, genau. Und wer ist der, wo ist der Fahrer? Der Fahrer, wissen wir nicht. Okay, kümmern wir uns jetzt. Okay, dann kümmert bitte weiter. Darum, dass hier Verkehr einfach ist, genau, dass wir hier in Sicherheit arbeiten können. Müssen wir gucken, ob Betriebsmittel ausläuft oder nicht. Wenn ja, dann müssen wir die Feuerwehr mit rein verständigen. Pass mal auf, wir gehen hier vom Puls runter. Ja? Müssen wir mal eine Sättigung normal? Sättigung geben, bitte. Jo, Sättigung sinkt. Sinkt, da geht die nicht. Also, es tut nicht. Scheiße, fang an zu drücken. Der geht nicht, also, es tut nicht. Fängst du an, mal 25 bitte anzuzählen? Ja, mach ich. Ziehst du Adrenalin bitte einmal aus? 1 zu 10, ne? Gibst du mir das Adrenalin bitte? So, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, weiterdrücken. Adrenalin ist vorbereitet. Die Rettungskräfte kämpfen um das Leben des jungen Mannes. Als Holger Gerke mit den Jugendlichen an der Unfallstelle vorbeifährt, macht die junge Frau eine schreckliche Entdeckung. Das ist mein Freund. Ja, bitte, ich muss hin. Auch ein Bobbycar? Ja. Ach du Scheiße. Haben Sie uns da was noch nicht gesagt, oder? Ich halt mal hier an, ne? Die junge Frau weiß noch nicht, dass ihr Freund in akuter Lebensgefahr schwebt. Und auch für Holger Gerke ist das komplette Ausmaß des Unfalls noch nicht absehbar. Hör mal auf zu drücken. Hör mal auf zu drücken. Kommt her. Hast Puls? Guck mal in der Leiste bitte, ob da unten was ankommt. Ja, für Moral ist es ja, gut. 55 ja, Puls. Ist leicht tastbar. Sie kommen mit mir mit. Sie beide bleiben, ja, Sie bleiben bitte erstmal mit der Kollegin hier. Ja? Das ist aber unser guter Freund. Ja, aber Sie bleiben hier. Ansonsten können wir da jetzt nicht hin. Die kommen ja gleich wieder, die dann berichten. Okay? Ich möchte nicht, dass uns da noch jemand auf der Unfallstelle rumrennt. So. Maxi, die rechte einmal bitte. Ihr bleibt auf der Seite. Ihr bleibt auf der Seite. Ganz ruhig. Alles gut. Alles gut. So. Ihm wird jetzt geholfen, okay? Das ist die Freundin. Oh Gott. Was ist hier passiert? Hm? So, und das hätte da drüben auch passieren können. Das ist eine Katastrophe. Da sehen Sie, was da mit dem Bobbycar passieren kann. Okay? Dem wird jetzt geholfen. Ruhig. Wie heißt der Freund denn? Sascha? Einmal die Gurte bitte. Einmal drücken. So. Versuchen Sie sich zu beruhigen, bitte. Wir sind jetzt hier und wir versuchen zu helfen, ja? Okay? Haben wir hier Sie brauchen keine Angst zu haben. Ja? Wir sind jetzt vor Ort und versuchen zu helfen. Ja. Wer ist mit dem Auto gefahren? Der Lutz. Warte. Der Lutz. Ist auf deiner Seite kurz reinlaufen? Jungs, könnt ihr mal gucken? Da war auch bestimmt jemand im Auto noch, ob da jemand verletzt ist oder sowas. Weil ich habe keinen Fahrer zu dem Fahrzeug. Ja, wir haben schon gesehen, wir suchen. Die Freundin von dem verunglückten Sascha, die Katja, die habe ich mitgenommen von dem Verunglückten, der gerade versorgt wurde, weg, weil ich ihr eine Aufgabe geben wollte, im Endeffekt mich A, zu unterstützen bei der Suche nach dem Fahrer und B, einfach, dass sie wirklich, ja, so doof sich das anhört, so ein bisschen auf andere Gedanken kommt und sich nicht in diesen Horroranblick von dem Freund, der da auf der Straße liegt, dass sie davon wegkommt einfach. Holger Gerke kümmert sich um die Fahrerin des zweiten PKW am Unfallort. Sie ist völlig verwirrt und kaum ansprechbar. Hallo, die Polizei ist hier. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Alles gut? Ja? Dem jungen Mann da vorne wird geholfen, okay? Sie haben das gesehen, wie es passiert ist? Da ist einer abgehauen. Ja? Wohin? Ich weiß es nicht. Ist der irgendwo dahin oder? Ich weiß es nicht, der ist auf einmal weg. Okay. Ich schicke Ihnen gleich auch noch mal die Sanitäter vorbei, ja? Wir schauen eben. Ihnen geht es ansonsten gut, so wie es aussieht, ja? Okay. Ja, du musst rufen sein. Rufen Sie den mal bitte. Laut rufen, den Lutz. Was? Die Situation wirft Fragen auf. Noch ist unklar, welche Rolle die verwirrte Frau dabei spielt. Doch dann entdeckt Holger Gerke den Vermissten. Kommen Sie mal hoch. Dem Sascha wird schon geholfen. Kommen Sie mit hoch. Geht alles? Ich helfe. Mann, Junge. Ja. Sonst alles gut? Nur die Platzwunde am Kopf? Ja. Wie so schnell ich war. Ich wusste nicht, was los ist. So, vorsichtig. Nicht jetzt beim Rüberklettern verletzen. Ja.
passiert, Mann? Es ging alles so schnell. Was hast du gemacht? Es ging so schnell, ich wollte das nicht. Als wir dann den Fahrer des Unfallfahrzeugs gefunden haben, der war total geschockt in so einem Zustand. Ja, nach dem Unfall ist das vielleicht sogar weitestgehend normal. Von der Unfallflucht möchte ich da gar nicht sprechen. Wir haben halt menschlich einfach diese Reaktion angreifen oder weglaufen. In dem Fall war dann weglaufen der Fall. Der war auch erkennbar nicht ganz bei sich. Und wir waren dann froh, dass er hinterher aber dann doch einigermaßen ansprechbar war und auch auf uns reagiert hat. Dann sag einfach, dass wir das Medikamente bekommen jetzt. Ja, wir gucken jetzt nach ihm und dann sagen wir Bescheid, wo es hingeht, okay? Versuche dich zu beruhigen. Die Kollegen von der Polizei sind hier. Ja? Bisschen beruhigen, einfach runterkommen und wir versuchen zu helfen. Könnt ihr uns noch einen Krankenwagen anfordern? Weil wir haben hier noch eine Dame hinten, die unter Schock steht in dem Fahrzeug und hier eine Platzwunde am Kopf. Ja. Ja? Klar. Dann gehen wir nicht über unsere Leitstelle, könnt ihr das direkt anfordern. Wir warten genau, dann vor Ort. Dann rufe ich einen Rettungswagen nach. Wir verbinden das ganz kurz. Ja. Und er saß in dem Auto, oder was? Genau. Geht's okay? Ist jetzt hier gut? Du weißt, wo wir sind gerade. Wie heißt du? Lutz. Geboren bist du wann? 23. Der Schwerverletzte ist von den Notärzten intubiert worden. Er muss künstlich beatmet werden. Sein Zustand ist kritisch. Als der Patient im RTW war, haben wir ihn weiter versorgt. Und zwar hat unsere Notärztin einen Tubus gelegt, um die Beatmung sicherzustellen. Des Weiteren habe ich mich um die unteren Extremitäten gekümmert, zu sehen, ob da weitere Verletzungen sind. Es lag im unteren Bereich unterhalb der rechten Kniescheibe einige Schürfwunden vor. Und auch die Patella stellte sich nicht beim Drucktest ganz klar dar. Daher können wir eine Fraktur der Patella nicht ganz ausschließen. Ferner musste das instabile Becken versorgt werden. Auch das haben meine Kollegen gesichert, bandagiert, so damit auch bei der Fahrt nichts weiter was passieren konnte. So viel zu gerade ist ja nichts passiert. Geht's ihm, ne? Ist egal. Sascha kommt ins Krankenhaus. Wie geht's ihm? Im Moment können wir noch nicht genau sagen, wie es aussieht, aber er ist stabil. Stabil heißt grob erstmal außer Lebensgefahr. Ihr seht, wie scheiße es dem Lutz geht. Ja? Und das hättet ihr sein können, Jungs. Ihr seid lebensmüde, wisst ihr das? Was macht man nicht als normal denkender Mensch? So eine langweilige Welt, da muss man haben. Langweilig? Ey. Kannst du denn nachdenken? Aber weißt du was? Lieber langweilig und am Leben, ne? Eben. Als sowas. Jetzt haben wir gesehen, was dabei rumkommt. Der Fahrer des Unfallwagens wird von den Rettungskräften erst versorgt. Er steht unter Schock, hat aber keine schweren Verletzungen. Ja, wir werden jetzt hier warten, bis der zweite RTW eintrifft. Dann werden wir den Fahrer des zweiten Fahrzeugs, den Lutz, entsprechend dort übergeben, dass er ins Krankenhaus gebracht werden kann. Wir werden dafür sorgen, dass die Dame, die unter Schock steht, im Fahrzeug, in dem weißen Mercedes hinten auch noch versorgt wird. Und danach müssen wir dann sehen, dass wir zur Wache fahren. Die Vernehmungen werden wir dort machen, werden sehen, dass wir so schnell wie möglich fertig werden, damit die Freundin von Sascha dann auch rechtzeitig ins Krankenhaus kann, um ihn dort beim Aufwachen vielleicht auch zu sehen. Ja, die Jungs haben hier irgendwie eine Actionwette am Laufen gehabt, fanden das Leben langweilig und wollten sich ein bisschen spannender machen. Und man sieht, was dabei passieren kann. So ein Bobby-Car gehört einfach nicht auf die Autobahn. Den Jugendlichen drohen Fahrverbot und Führerscheinentzug. Der Schwerverletzte wurde operiert und lag 4 Wochen lang auf der Intensivstation. Er ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden und hat keine Folgeschäden davongetragen.